Eine Sache kapiere ich einfach nicht. Wer sieht ein Foto von einem nackten Mädchen und denkt als erstes, yo, die Bitch bringe ich um? Aber dann wurde mir klar, wesentlich mehr Leute, als man denkt. Ja, wir sind inzwischen alle etwas abgehärtet, was Gewalt angeht. Prügeleien und gewalttätige Übergriffe. Das ist dafür, dass du den Schwanz meines Mannes in deinem Drecksmaul hattest! Aber wenn die Nachrichten und Mails von 17.000 Leuten gelegt werden... So läuft das, ihr Wichser! Schlampe, 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 Schlampe! Und weder die Polizei noch das FBI reagieren, dann drehen alle total durch. Ich bin Lily Coulson. Ich bin 18 Jahre alt. Das sind meine drei besten Freundinnen. Em, Bex und Sarah. Und das hier ist die Story, wie meine Heimatstadt, Salem, völlig ausgetickt ist. Aber fangen wir von vorn an. Alter, der Direktor wurde gehackt. Ich gebe ihm noch 5 Tage, bis er sich umbringt. Sorry, aber ich habe einfach null Mitleid mit Leuten, die gehackt werden. Echt jetzt? Es gibt 2 Arten von Leuten in dieser Welt. Die, denen klar ist, Privatsphäre ist längst tot. Und die alten Menschen, die sich immer noch dagegen wehren. Was hast du eigentlich zu verbergen, Lel? 1 Million Nacktbilder, eine volldreckige Pornochronik und krass perverse Texte über so ziemlich jeden hier an der Schule. Me too, me three. Ich glaube, es war so ein sozialbewusster Hacker-Typ auf Rachetour. Ehrlich gesagt, ich lebe für solche Skandale. Sieht aus, als wäre die halbe Stadt gerade gehackt worden. Und es gibt nichts, was man tun kann, um diese Videos zu löschen? Leider ist es sehr schwer, das Internet aufzuhalten, Sir. Wenn Mails und Nachrichten von 17.000 Leuten geleakt werden, drehen alle richtig ab. Wer sieht ein Bild von einem nackten Mädchen und denkt als erstes, yo, die Bitch bring ich um? Das ist eure Welt. Ihr habt sie erschaffen. Also lasst euren Hass nicht an mir aus. Ich bin neu hier. Hand aufs Herz. Diese Geschichte enthält 0% alternative Fakten.